Hallo, willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow und wir spielen gegen Darmstadt. Und Lecky ist noch ein bisschen kaputt. Deswegen gibt es heute Kachunga. Und Hinterseher kommt wieder mit rein. Morales lassen wir erstmal noch draußen. Engelf, nee, 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 nee. Das lasse ich alles jetzt noch so, wie es ist. Damit hat es letzte Mal ganz gut funktioniert. Gegen Darmstadt. Vermeintlich leichter Gegner. Nur das sollte man nicht unterschätzen. Gerade bei dem Schwierigkeitsgrad kann es dann doch mal passieren. Ja, irgendwann kriege ich das auch noch mal hin mit den Freistößen. Hi there again, everybody. Martin Tyler along with Alan Smith for So, hier ist die Stimmung gut. Wir gehen rein ins Spiel. Nicht so überagieren hier. So, das muss Nuland haben, weil sonst wäre das äußerst dumm gelaufen für uns alle. So, mal in den. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ah, Horvath hatte da die Möglichkeit. Boah. The visiting team have been undoubtedly the best defensive team in the division, but that defense will be put to the test here. Ah, das klappt hier nicht, wie ich es mir gerade vorstelle. Martip hat da mal ein bisschen abgeräumt. Ah, das ist nicht geschafft. Und oh, Vardy überschlägt sich da ein ganz klein wenig. Ein Spiel. Was hat er denn jetzt gemacht? Ach so, er hat den. Ja. Kann man machen. Kann man aber auch eigentlich lassen, ey. Ah, da wollte ich eigentlich ein bisschen eher abdrehen. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das dachte. Ah, schade. Ich dachte erst, er hätte nicht gepfiffen. Na, da wollte ich eigentlich nicht vorbeiziehen, aber. Ah, dumm gelaufen. Keep the build. Heads it towards goal.
Da ist Brejerie liegen geblieben. Ah, erster Einsatz für Zant und oh, Brejerie-Ausfall, das ist nicht gut. Das wird wohl der Arm sein. Nicht gut, nicht gut. Dazu noch einer unserer stärksten, sage ich jetzt mal. Auch was so die Tore anbelangt, ist der ja ordentlich dabei gewesen, sage ich jetzt mal so. Ich habe das als Handspiel gesehen. Aber das ist doch nicht gegen mich gepfiffen. Warum ist das denn gegen mich gepfiffen worden? Da ist doch gar nichts passiert. Ah, war eine kleine Kick-Einlage hier. Alles brotlose Kunst hier. Na, das wäre so super geworden. Den hat Müller. Ah, jetzt abzupfeifen, während ich da oben durchgehen kann, ist unglücklich. Aber gut, 0-0. Brejerie, eine ordentliche Stütze in unserem Spiel, hat sich verletzt. Das ist natürlich nicht gut für den Saisonverlauf. So. Ah, dass er sich da so durchsetzen konnte, war natürlich gut gemacht. Das hat nicht gut funktioniert. Eigentlich dachte ich, ich könnte ihn da schön jetzt in Bedrängnis bringen, indem ich ihn auf weiß gar nicht, wer genau da stand. Boah, ist Zand langsam, ey. Strohengel macht's. Zant ist da für die Außen zu langsam. Und Darmstadt nutzt die Schwäche, die wir jetzt haben. Hätte natürlich auch jemand anderen einwechseln können, ne? So ist er nicht, aber. Ach, verdammt. Ja, wir sind derzeit jetzt nicht so gut unterwegs. Cohen hat das gut gemacht, gut gelöst. Boah, da habe ich den Ball nicht mehr gesehen. Jetzt spielen sie ihn raus. Jetzt werden wir auf Offensiver gehen. Warum? Warum macht FIFA das? Das verstehe ich manchmal nicht. Zu umständlich. Oh, und Zant ist da einfach viel zu langsam. Kachunga kann es da leider nicht machen. Ah, da wollte ich gerade rein.
den Ball reinbringen. Ey, was wir da hinfallen immer, ey. Es geht auch echt auf keine Kuhhaut. So, der Ball ist für uns. Boah, Horvath hat sich da gut durchgetankt. Aber dann kam... Oh, Zant ist so langsam. Komm, jetzt kannst du was Gutes machen, Zant. Boah, ey. Komm schon, Spiel, Spiel, Spiel. That's a good challenge between the two of them there. Heller. Ach, das ist alles brotlose Kunst hier mit Sand. Einwurf. So, wir bringen noch einen Stürmer Hinterseher hier mit hinten rein. Und war, die wird mal nämlich Packard ausgetauscht. Yeah, they've been brilliant, but it's been a close game, and you wouldn't put it past the visitors to nick a goal back. And the cross comes in now. They stop the ball coming in. Auch alles brotlose Kunst. Und oh, Hinterseher verzieht. Aus der zweiten Reihe relativ weites Schussfeld. Oh, Zant, ey. Da den Ballverlust. Das ist ärgerlich. Ja, das gibt nochmal einen Freistoß. Aber genau auf den Torwart. Da rollen sich die Spieler schon wieder. Und da ist der Abpfiff. Moin, 0 zu 1 verlieren wir gegen Darmstadt. Ein Gegner, gegen den wir nicht hätten verlieren dürfen. Aber die Leistung von Zant macht mir da hinten Sorgen. Wir müssen da uns irgendwas anderes einfallen lassen. Wenn wir jetzt im Pokal antreten. Wie lange ist er denn verletzt? 9 Tage. Ja, okay. Halt, ich will eine Spielerentwicklung noch machen. Stefaniak natürlich weiter. Pledel werden wir auch weiter. Ah, nee, das war nicht gut, was ich da jetzt angeklickt habe. Horvath. Pledel sollte natürlich immer noch das machen, aber hier auf schwer gehen. Ja, da müssen wir uns natürlich Weiß ranzüchten. Weiß ist natürlich schon besser als unser Außenverteidiger. Ja, also als nicht als unser Außenverteidiger, als eben entsprechend Zant. Da müssen wir noch ein bisschen was dran tun, dass wir den Vertrag anbieten können. Weiß ist jetzt Vertrag anbieten. Rotationsspieler.
Gucken, ob er das annimmt. Ingolstadt motivieren. Wir kriegen gegen den KSC. Das sollte eigentlich auch auf dem Papier eine machbare Aufgabe sein. Aber naja, wir haben schon ein Pferd in der Apotheke kotzen sehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Crunch gesagt. Ciao. Bye, bye.